Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die Unterwelt ein bisschen weiter erkundet, sind die ersten 5 Ebenen nach unten gedrungen und stehen jetzt vor irgendeinem Typen, der irgendwie viel größer aussieht als der Reittier, auf was er gerade reitet und etwas merkwürdig aussieht. Aber wer ist der Typ überhaupt? Ich bin beeindruckt, dass ihr es soweit geschafft habt. Als Belohnung erwartet euch der Tod. Fühlt euch geehrt. Halt dein Schandmaul, zeig lieber, was du kannst. Ihr habt nicht die geringste Chance, sterbt. Der macht uns jetzt fertig, ne? Ja, ein Höllenritter, wer hätte es gedacht? Was zum... Wie viel? Okay. Der hat jetzt gerade nicht so viel abgezogen, ne? Ey. Yay. Ey, wie viel zieht er ab? Willst du mich auf den Arm nehmen? Da ist irgendwie so, wie so eine riesige Klatsche in mein Gesicht. Hey, ich habe gerade irgendwie, glaube ich, alles umsonst gemacht, weil ich gleich hier voll verrückt gegen den Typen. Also ich habe sehr viel Glück. So, wie wär's mal, wenn du irgendwie so Field Barrier oder so einsetzt? Au. Ja, geil. Ja. Ja, das ist sehr geil. Hey. Nein. Oh. Finger weg von der. Hey, hey. Also habe ich das schon alles umsonst gemacht, ey. Ja. Ja. Wow, das sieht überhaupt nicht realistisch aus, wieder auf den Ding setze. Ja. Das war wieder alles umsonst. Geil. Also ich muss noch weiter trainieren. Super. Muss sagen, wie langsam ich trainiere, also wie langsam ich Erfahrungspunkte bekomme. Natürlich wisst ihr, ihr habt das, ihr kennt das Spiel, also ich nicht. Bah. Ich überlege echt, ob ich das auslasse oder nicht, ganz ehrlich. Ja, mache ich denn jetzt? Gehen wir nach Meltokio zum Kolosseum. Muss irgendjemand auf der Fresse geben jetzt. Ich glaube nicht, dass wir das Cameo-Team hier auffällig machen können, weil das ist auch eine ganze Ecke stärker. Also ja, weiß ich nicht. Machen wir halt irgendwas anderes, weil ja, das steht erstmal außer Frage. Ich schaffe es doch nie im Leben, so viel zu trainieren. So, gehen wir mal hier rein. Versuchen wir mal mit Presea noch mal den Colosseum-Titel. Ja, nehmen wir das. Weil da komme ich eindeutig nicht weiter in den Dingen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich eine Menge trainieren. Geil, nein. Höchste Klasse. In dem Teil. Bisher werde ich wahrscheinlich eine Kolosseum-Waffen und so brauchen. Risotto, ja, war glaube ich richtig, ne? So, dann versuchen wir hier nochmal unser Glück. Wahrscheinlich werden wir auch
deutlich fehlen, aber mal gucken. Aber warte mal, ich glaube, ich hätte was vollkommen anderes ausrüsten sollen, ne? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich habe schon jetzt einen Fehler gemacht. Geil. Weil den konnte ich so ganz einfach erledigen, ne? Was soll ich denn jetzt machen, ey? Im Mythos Schloss dauert es viel zu lange zu trainieren. Einen anderen Ort zum Trainieren habe ich nicht. Ja, das wird nicht sehr lange dauern, habe ich so ein Gefühl. Ja, jetzt kommt wieder er. Du kommst da runter, habe ich gesagt. Wenn man weiß wie, dann geht das sogar. Nein. Warum? Kam jetzt noch mal dieser eine Typ, ne? Irgend so ein Typ. Au. Ja. Ja, ist geil. So, jetzt muss ich ein bisschen Glück haben, glaube ich. Einfach drauf auf ihn. Ja. Ja, ist gut, Mann. Hey. Hey. Meine Güte, was ist das denn? Ey, ich kann nicht mal mein Ding jetzt einsetzen, ey. Ich kann echt nicht einsetzen. Mann. Ey, das ist auch scheiße. Ist es doch. Ganz ehrlich. So, nochmal neu laden. Ich war mit was anderen. Ausrüstung. Das wählst du und kommst das hier, was mehr KP gibt nach einem getöteten Gegner. Wir nehmen das hier und das wird jeden besiegten Gegner KP wieder gibt. Da ein Erfahrungsdinger, da sollte ich vielleicht auch mal drauf gucken, ne? Nehmen wir das hier, Vehemenz. Staatswert in einen Einzelkampf. Okay. Angriffspro, okay. Die Erholungsdauer strauchen. Angriff pro, nehmen wir das mal. Nehmen wir das. Okay, versuchen wir halt jetzt noch mal. Hätte ich beinahe wie ein Blöder gedrückt. So, ich möchte mit Perseia wenigstens hier das schaffen. Leute, war der ein Zuckerschlecken, aber Perseia wird natürlich wieder nervig, ne? So, dann muss ich noch ein bisschen trainieren, habe ich so das Gefühl.
Super. Gibt's nicht irgendwie so Hardcore-Trainingseinheiten, die ich machen kann? Ja, das ist geil. Und da kommt schon wieder mein ständiger Besucher. Ma. Ja, verreckt ihr mal? Was ist das denn? Ja. Wird doch wieder nichts, das sehe ich doch. Okay. Sehr gut. Erfahrungsfähigkeit wieder erhalten. Wenigstens kann ich bei ihm wieder Energie tanken. Wie es aussieht, kann ich noch eine Menge Erfahrungspunkte hier tanken. So, jetzt kommt der wieder. Er überhaupt nicht nervig war. Eigentlich nicht. Mit dem Angriff irgendwie nicht mehr. Mein Gott, das ist ein Zuckerschlecken. Hey, das ist ein Zuckerschlecken. Jetzt kommt dieser eine Golem noch und dann kommt der große Dücke-Typ. So, geh du erstmal weg. Hey. Wie? Lass mal wieder Dinge zu einsetzen. Zack. Zack. Ich glaube, wird diesmal was. Wird aber wenigstens ein Erfolg heute verbuchen können. Ja. Meine Güte, hör auf damit. Ey, dieser Angriff, ne? Ganz mal auf, wenn mich andauernd so schnell wegzuhauen. Aber ich bin mit dem Angriff. Oder mit dem Angriff. Da wollte ich gar nicht machen, okay. Ey, was? Oh, sehr gut. Oh, meine Güte, ey. War viel zu knapp. Was ja, siegt auch in der Meisterklasse. Ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Danke. Sie kämpft. So kämpft eine wahre Blume des Todes. Bisher, was für eine Leistung. Sehr schön. Bisher hat 12.000 Galt und ein Medizinset. Ey, ich habe 28.000 hier verloren. Bisher 10. In Anerkennung für diesen Sieg verleiht das Kolosseum-Komitee bisher eine Auszeichnung, die Barmutsträne. Auf Wiedersehen, verehrte Zuschauer. Bis zum nächsten erbitterten Kampf. Was? Einen Moment noch, deine nächste Gegnerin ist Celis. Was? Du gehörst zum Gefolge meines des Auserwählten. Folglich musst du Vertrauen in deine Fähigkeiten besitzen. Also kämpf gegen mich, was? Darf ich mit vollem Einsatz gegen dich kämpfen? Sei still! Ich zeige dir, dass ich stärker bin als du. Und jetzt kämpfe! Will ich mich auf den Arm nehmen? Oh nein. Bin ich voll geil. Was? Willst du mich auf den Arm nehmen? Hey.
Das Spiel verarscht mich, kann das sein? Ha, wie man sieht, bist du nicht Besonderes. Glückwunsch, Alice. Damit erlaube dir der Auserwählte sicherlich. Ihr seid also diejenigen, die sich hier eingeschlichen haben. Ihr kommt jetzt mit mir. Ah, Unverschämtheit, lasst mich sofort los. Kann ich nochmal gegen die kämpfen irgendwann? Celis. Ich hoffe, ich kann nochmal gegen die kämpfen irgendwann. Ich will es ja einzahlen. Hallo, ich war nicht voll geil. Was ist denn das eigentlich? Wow, der ist stärker. Weniger Akku und Glück. Schlagkräftige Axi, selbst den legendären Drachen erschlagen konnte. Barmut soll aber früher mein Wahl gewesen sein. Ich möchte nicht der Typ sein jetzt, aber okay. So, dann. Was haben wir denn hier? Blume des Todes. Wow. Ja. Sie ist eine Blume, die im Kolosseum wächst. Zu ihren Füßen zahlreiche Leichen. Sehr gut. Ja. Mit wem könnte man dann noch schaffen? Mit Zellos vielleicht? Also nicht. Wie sieht denn so sein wertmäßig aus? Also nicht. Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust. Ich werde wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen trainieren. Dann nochmal zum Kolosseum zurückkehren. Und dann, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ob ich jetzt trainieren soll und was weiß ich. Das ist irgendwie scheiße gerade. Na gut, ich würde sagen, ich beende den Part hier schon ein bisschen verfrüht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.